obenrum dick eingepackt und unten, ja, auch bei den momentan fröstelnden Temperaturen, nackte Fußfesseln. Das ist Flanking. Journalistin und Modebloggerin Antonia Wille aus München macht den Trend mit. Hat die Sneaker-Szene entdeckt, man will den Schuh in Vordergrund stellen und das funktioniert natürlich viel, viel besser, wenn man ein bisschen Abstand zur Hose lässt und den Sneaker so für sich wirken lässt. Gleichzeitig macht das das ganze Outfit so ein bisschen lässiger und lockerer, wenn man auch oben warm eingepackt ist und unten so ein bisschen Haut zeigt. Man sagt ja auch manchmal, der Knöchel ist das neue Dekolleté. Wintermantel, Schal, knöchelfrei? Absurd. Aber sexy, sagen Designer. Allzu viel nackte Haut will heute keiner mehr sehen. Die Fesseln aber, eine der schmalsten Stellen des Körpers, gelten als erogene Zone. Und die sollen so in Szene gesetzt werden. Ich schaue eigentlich immer erst auf den Knöchel, bevor ich aufs Dekolleté schaue. Na klar. Doch, kann ich bestätigen. Ganz ehrlich, natürlich nicht. Also für mich ist der Fußknöchel jetzt keine krass erogene Zone. Mir ist ein echtes Dekolleté schon wesentlich lieber, muss ich sagen. Ganz private Meinung. Übrigens, auch Männer flanken. Skandinavier, die sollen den Trend als erstes für sich entdeckt haben, laufen angeblich sogar im tiefsten Winter so rum. Aber auch nach einem ausgiebigen Rundgang durch München, hier sind die Füßchen doch recht brav eingemummelt. Das mögen jetzt die richtigen Schuhe sein für die Zeit, aber ja. Trendy ist es nicht. Ja, ist richtig. Aber das wäre für mich gar nicht, ich würde mich tot führen. Meine Krankheit wäre das natürlich nicht mehr. Man, für einen jungen Typ schaut das gut aus und für die Mädel nach. Das kann man mit Mode nicht mehr begründen. Das ist einfach nur noch, möchte gerne Individualismus, der genauso, damit jeder ausschaut wie der andere. Also. Und alle schauen gleich blöd aus, sorry. Antonia, die schon jahrelang erfolgreich bloggt, meint, es ist auch nicht mehr ganz so neu in der Szene. Und krank geworden sei sie noch nie deswegen. Es härte eher ab. Die Haut und auch der Körper gewöhnt sich daran. Wichtig finde ich halt, dass man wirklich obenrum sich dann schon warm einpackt und auch vielleicht Lammfellsohlen oder ein bisschen wärmere Söckchen anzieht, damit der Rest so ein bisschen reguliert wird. Nichtsdestotrotz ist zum Beispiel meine Mama so, die versteht das bis heute nicht und sagt immer, Kind, zieh dir doch bitte warme Socken an. Tja, wer mag's der Mama verübeln?